habe seit Jahren Beschwerden, die also durch Lähmungen hervorgerufen werden. Die Lähmungen hatte ich in meiner Kindheit. Und ich muss feststellen, dass die Muskelkraft in den Bereichen, wo sie noch da ist, langsam abnimmt. Und daher habe ich mir gedacht, ich suche eine Physiotherapeutin auf, die mir möglicherweise helfen kann. Ich habe ich habe nicht ein Hauptproblem, ich habe eine ganze Menge von einzelnen Problemen. Das beginnt also mit der Schwäche bestimmter einzelner Körperbereiche. Ich habe ein Problem mit meiner Wirbelsäule. Ich habe auch das Problem mit der Kraft ganz allgemein, wobei also diese Kraft wieder auf die verschiedenen Organe verschieden verteilt ist. Also daher finde ich die Frage nach einem Hauptproblem nicht wirklich zielführend. Ich kann kein Hauptproblem nennen. Das Hauptproblem bin ich selber. Vor allem also beim Aufstehen aus einer Sitzposition, das wird also zunehmend schwieriger. Ich sitze ja auch auf einer Sitzerhöhung, die so 10 cm zumindest Höhe einspart. Und vor allem beim Stiegensteigen. Ich brauche zum Stiegensteigen das rechte Bein. Ich kann nur mit dem rechten Bein so quasi mich hinaufheben. Das linke Bein ist also durch die Lähmungen so schwach, dass das gar nicht geht. Und da habe ich festgestellt, dass ich eine normale Treppe mit 10, 12 Stufen nicht mehr schaffe.
trotz Anhalten und Gehstock und so weiter, aber das ist die Kraft ist nicht mehr da. Es hat sich insofern verändert, dass sich ich war im ganzen Körper gelähmt, also dass sich diese Lähmungen zurückgebildet haben und dann sind halt bei mir rechter Arm, linkes Bein, Restlähmungen zurückgeblieben. Dazu kommt dann noch bei mir eine Skoliose, die sich auch durch die Fehlhaltung herausgebildet hat. Diese Beschwerden haben sich so weit zurückgebildet, dass ich praktisch in der Schule, also im Turnunterricht teilnehmen konnte, zumindest das, was ich mitmachen konnte, dass ich in meiner Jugend und also bis etwa 30, 35 Jahren auch an Bergwanderungen teilgenommen habe. Nicht klettern, aber wandern. Und also etwa ab dem 50. Lebensjahr ist dann Folgendes eingetreten, dass ich für mich aus heiterem Himmel gestürzt bin. Also das heißt, ich bin irgendwo gestanden gegangen und bin plötzlich auf die Knie gefallen, also richtig so, wie soll ich sagen, wie wenn man jetzt irgendwo einen Schalter umlegt und dann ist nichts mehr da. Und diese Probleme, die haben sich also jetzt bin ich 70, in diesen 20 Jahren schon wesentlich verschlimmert. Das sind mehr geworden. Nein, überhaupt nicht. Also die Sensibilität generell ist also durch die Krankheit überhaupt nicht betroffen. Also das ist etwas, wodurch sich das ergibt, das weiß ich natürlich nicht, aber die Grunderkrankung ist eine Viruserkrankung gewesen. Also und wirkt sich also im Bereich wirkt sich also neurologisch nicht aus.
Also zurzeit ist es so, es gibt zwei Hauptgruppen. Das eine ist praktisch das Aufstehen von einer Sitzfläche. Wobei generell zu sagen ist, je höher die Sitzfläche, desto leichter fällt das Aufstehen und je niedriger das ist, desto schwieriger wird es. Und daher habe ich für normal hohe Sitzgelegenheiten, also ich glaube, das sind 50 cm hoch, eine Sitzerhöhung mir zugelegt. Das macht es etwas leichter. Und der zweite Bereich ist das Stiegensteigen. Das geht trotz Orthese gar nicht mehr. Also das heißt ein, zwei Stufen. Aber wenn die also etwas höher sind, dann habe ich schon ein Problem. Also dann bin ich schon auf Hilfe angewiesen. Also jetzt etwas volkstümlicher ausgedrückt, ich bekomme den Hintern nicht hoch. Ja, also das heißt, ich muss mich faktisch bis zur Tischplatte vorneigen, um also diese Hebebewegung machen zu können. Und also beim Stiegensteigen ist es so, dass ich einfach nicht die Kraft habe, also das Bein hochzudrücken oder durchzudrücken. Und die Bewegung zu machen. Also ich möchte keine Einzelmuskel trainieren, denn es gibt also bei dieser Krankheit ist es so, dass die vorhandene Kraft in der Muskulatur nicht mehr regeneriert werden kann. Also das heißt, wenn Sie mit mir einzelne Muskeln trainieren und die dann übertrainieren, dann ist die Kraft, die ich dort einsetzen muss, weg und die kommt nicht mehr. Und daher wünsche ich mir eine Therapie, in der die vorhandene Muskulatur in dem Maß, wie es eben verträglich ist für mich, trainiert wird, und zwar die gesamte Muskulatur. Thank you.
was für mich sinnvoll ist, ist eine nicht die Behandlung jetzt bestimmter Muskelgruppen oder bestimmter Körperteile, sondern seit ich eben Physiotherapie habe, werde ich nach der Methode PNF behandelt, was propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation heißt. Diese Methode baut auf der Bewegung von Muskelketten und damit ist für mich der Eindruck in einer Therapiestunde, es wird der ganze, also mit diesen Übungen wird der ganze Körper oder die Muskulatur, die vorhanden ist, im ganzen Körper bewegt. Und das ist das, was ich sehr positiv für mich finde. Ich habe seit einem Sturz mit Beinbruch im Jahr 2011 regelmäßig Therapie, also Physiotherapie. Ich habe gelernt, meine Wünsche zu äußern und ich habe auch gelernt, wenn ich das Gefühl habe, überanstrengt zu werden durch Übungen, zu sagen, stopp. Als Hilfsmittel habe ich seit meinem Beinbruch verwende ich einen Rollator, der für mich den Vorteil hat, dass er so als
als quasi vor, eine Art Vorwarnsystem hat. Also wenn ich mit dem Rollator irgendwo hineinrumple in ein Loch, das ich vielleicht gar nicht gesehen habe, dann bin ich vorgewarnt. Also das heißt, dann weiß ich, jetzt kommt ein Hindernis in irgendeiner Form und daher kann ich mich darauf einstellen. Also das ist, Rollator ist also für mich sehr wichtig. Dann verwende ich Sitzerhöhungen, also diese üblichen, handelsüblichen 10 cm Sitzerhöhungen mit Hartschaumstoff, also das heißt, dass das nicht nachgibt. Ich habe auch einen Gehstock für zu Hause und für kürzere Strecken. Und zu Hause, ja, die Wohnung ist also mit der WC-Bereich mit Haltemöglichkeiten und Duschbereich, also das ist mit Haltemöglichkeiten ausgestattet. Und nachdem ich im 5. Stock wohne und einen Lift nur bis zum 4. Stock zur Verfügung habe, habe ich mir auch einen Plattformtreppenlift angeschafft, mit dem ich also diese 13 Stufen sonst genau hinaufgefahren werde. Thank you.
Die Kinderlähmung, wenn diese Viren weniger als 50% dieser Motoneuronen, also dieser Nervenzellen, zerstören, dann startet oder kann der Körper einen Selbstheilungsversuch oder macht der Körper eine Selbstheilung. Das heißt, die noch vorhandenen Motoneuronen übernehmen die Aufgabe der Abgestorbenen und so versucht der Körper, also die Muskulatur, die also nicht versorgt wird, und das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, ein Muskel, der nicht angesprochen wird, ist schlaff und versucht also diese schlaffe Muskulatur wieder zu innervieren, und da bei der Gelegenheit entstehen Riesen Motoneuronenzellen, die also jetzt nicht nur ihre ursprüngliche Aufgabe zu versehen haben, sondern die jetzt eine Anzahl von anderen Muskeln auch mitversorgen müssen. Und im Laufe der von zumindest 15 bis 40, 50 Jahren nach der Erkrankung an Kinderlähmung kommt es durch die dauernde Überlastung dieser sogenannten Riesenzellen dazu, dass diese auch ihren Geist aufgeben und absterben. Und das ist dann das Post-Polio-Syndrom. Das heißt also, je schwächer, also wenn diese Riesenzellen absterben, dann wird also die Versorgung der Muskulatur, die sie bis jetzt mitversorgt haben, weniger, beziehungsweise geht halt dann auch zugrunde. Liebe Studierende, Sie haben jetzt oder Sie haben ein Video sich angesehen, das ein, in dem Fall von Polio und Post-Polio-Syndrom Betroffener zu seiner Situation gemacht hat oder mit sich hat machen lassen. Und was Nachdem ich jetzt seit fast 10 Jahren Physiotherapie bekomme, habe ich doch einiges mit auf den Weg bekommen, was vielleicht für Sie interessant werden könnte oder sein könnte als angehende Physiotherapeuten und Therapeutinnen. Das für mich Wichtigste ist im Umgang mit einem Patienten, dass der Patient spürt, dass er hinter dem, was Sie sagen und tun, Empathie steht. Die Behandlungsmethoden, die Sie anwenden, da gehe ich davon aus, dass die Patienten mit meiner oder unserer Erkrankung durchaus in der Lage sind, zu sagen, was sie
von Ihnen erwarten, welche Behandlungen Sie durchführen sollten. Ein wesentliches Faktum ist also, dass Sie darauf achten, dass Sie mit all den Übungen, die Sie mit den Menschen machen, diese nicht überfordern. Das ist ein Haupterfordernis und das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Ob Sie jetzt also, weiß ich nicht, Bobat, PNF, es gibt noch einige Behandlungsmethoden, die für Polio geeignet sind, anwenden. Sollten Sie mit dem Patienten abklären. Der weiß im Regelfall, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und vor allem, wenn Sie jetzt jemanden nicht auffordert zu sagen, wenn er überfordert ist und so weiter, dann fragen Sie bitte, ist das jetzt zu viel? Soll man Pause machen? Das scheinen mir so einige Dinge zu sein, die für Sie hilfreich sein könnten in Ihrem späteren Beruf.